Ihr könnt es einfach nicht lassen, oder? Es ist vorbei, Kleiner. Ergib dich einfach. Ach ja? Bevor das geschieht, treffen wir uns in der Hölle! Die Y-Insel. Ja, nee, ist klar. Diese Musik im Hintergrund, das klingt schon so richtig nach Ende. Ich glaube aber, diese Stage war gar nicht so lang. Ja, du mit dem Messer hier. Beziehungsweise, es kommt noch ein kurzer Abschnitt in der Burg. Hat die mich gerade geohrfeigt? Na komm. Komm schon! Na? Candy und Karamell kriegen hier eine Abreibung. Ja genau, komm rüber. Und Leute, jetzt, wo wir hier so langsam zum Ende kommen, was macht ihr noch aus dem restlichen Abend, wenn wir hier fertig sind? Ja, wer kennt's nicht? Durch Pistolenschüsse wird man in der Luft gehalten, ne? Vor allem bleibt man dann noch so schön am Leben, ne? So wie Shiva hier. Alter, ich bin zu doof manchmal, um zu treffen. Oh, Diablo, ich habe immer noch einen Hals auf das Spiel. Jetzt, wo ich gerade was von Diablo im Chat lese. Und Leute, man farmt ewig auf diesen Stone of Jordan, ne? Und dann... was mir da passiert ist, ey. Ha. Diese Fensterbilder hier. Im Kirchenstil. Das sind alles auch Gegner aus der Streets of Rage-Reihe da drauf. Ja, Babo, du mich auch. Babo dich doch ins Knie. Hast du gerade ein Messer nach mir geworfen, du Pisser? War schon wieder so ein Z-Tiny. Sieht ein bisschen aus wie Boba Fetts Rüstung hier. Mit ein bisschen Fantasie.
Ich hatte die Stage übrigens kürzer in Erinnerung. Ach ja. Ich hab schon wieder diese Melancholie in mir. Weiß nicht, also abgesehen davon, dass ich teilweise schon wieder wegen der Musik hier nicht so aufs Kommentieren achte, aber ich hab schon wieder dieses Gefühl, immer wenn ein Let's Play zu Ende geht, zwischendurch denkt man so, ich bin froh, wenn das hier vorbei ist, ne? Aber jetzt habe ich gerade wieder diese Phase, irgendwie hat's ja schon Spaß gemacht und ich würde es gerne noch weiter durchziehen, ne? Das habe ich aber auch oft. Hey! Hey, lach du nur. Ah, das ist deren Zentralcomputer oder was? Hä? Warum ist die Musik aus? Zicky! Also Miss Y. Die geht ab. Alter, steck dein scheiß Schwert weg oder ich zieh dir die Eier alle. Hey, Moment mal. Oh ja, jetzt hat sie ihre zweite Phase. Ja, super. Na komm. Blöde Ziege ist das, Alter. Ich frag mich ja echt, ob ihr Vater sich für sie schämen würde, für seine Zwillinge. Ja, klar. Ach ja, sie haut ab. Jetzt kommt der richtige Endkampf. Gegen beide. Ja, es ist lustig, aber ich hatte schon schwierigere Final-Bosse, ne? Also, ey, was geht denn hier ab? Aber die Musik ist trotzdem geil.
Bokasan, warum macht ihr mein... Meine Fresse, die können ja manchmal so... Alter, wenn der doch einmal seine Scheißlache so zu hören lässt, Alter, ey. Stecke ich ihm so eine Granate in die... Schnauze. Naja, ich habe mir ja hier ein paar Leben erspielt, ne? Also... Aber das ist immer noch nicht der wahre Final Boss. Das habe ich gespoilert. Oh, Mädels, lass mich doch mal den Stern sammeln. Alte Frau. Ey, es ist nicht wahr. Ja, komm, hör auf, ey. Hä? Wieso? Ach so, ja, stimmt. Jetzt kommt die letzte Phase, oder? Ja, ganz recht. Komm, ey. Ey, das ist so... Aber wer kennt's nicht? Diese Gerätschaften, die Mafia-Bosse so als Geheimwaffen haben, ne? Ja, auf einmal haben wir wieder den Punkt, wo mir so gar nichts gelingt, ne? Ja klar, helft ihm aus der Kombo, das ist aber nicht nett von euch. Ey, warum hat er die Granate gerade nicht auf Knopfdruck geworfen? Alter! Jetzt ging der Blitzmove wieder nicht. Ja, komm, Alter. Das Spiel cheatet doch, grundsätzlich. Abgesehen davon, dass er sich unter den Kugeln weggeduckt hat. Ich muss erst diesen nervigen Bengel noch verprügeln, bis er tot ist. So, den sind wir los. Jetzt können wir uns um den Großen hier kümmern. Ey, das ist doch zum Kotzen! Leute, das ist der Vorführeffekt. Ich sag's euch. Ich müsste das mal so aufzeichnen lassen, während ich das nicht streame oder irgendwie für einen LP geplant habe und den Kampf dann veröffentlichen, ey. Naja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Mr. X da begraben wurde oder ob das nur so da ist. Keine Ahnung. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Nee, aber das ist echt so irgendwie... Ich schwöre, mit Shiva renne ich normalerweise so richtig durchs Spiel durch, Leute. Das ist jetzt natürlich hier nur so eine Momentaufnahme. Da kann ich das tausendmal sagen, bringt mir nichts. Gibt Leute, die können sich da so super konzentrieren und... Die ziehen das dann auch in der Aufnahme durch oder in Stream. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe halt immer so diesen, ja, wie soll ich sagen? Diesen Ablenkungseffekt, ne? Sobald man auch kommentiert und so, irgendwie fühlt es sich anders an. Ich weiß auch nicht. Aber sonst, ja, gut, kommen wir mal dazu. Also... Ich werde jetzt nicht mehr Grafik und Sound einzelne Noten geben, sondern nur noch eine Gesamtnote. Ich sag, was mir gefallen hat, was nicht. Also der Grafikstil, da war ich ja zuerst hier sehr skeptisch. Aber irgendwie war es da doch ganz cool, wo man es dann selber gespielt hat. Die Musik, ja,
Also, es ist kein Streets of Rage 2 Soundtrack, aber Yuzo Koshiro und die anderen, die hier mitgearbeitet haben, wie zum Beispiel Yoko Shimomura, ja, also die haben hier eine gute Arbeit abgeliefert, würde ich sagen. Streets of Rage ist auch so ein bisschen, ja, lebt auch sehr vom Soundtrack. Das ist auch so eine Sache, Leute. Da seht ihr Shiva, composed and produced by Yoko Shimomura. Ja, was wollte ich gerade sagen noch hier beim Dingsbums hier. Ja, es ist gleich. Alter. Ich hab's vergessen. Oder? Ich musste mit dem Trinken aufhören. Naja, doch, jetzt weiß ich's wieder. Also, ich habe ja schon gesagt, Streets of Rage lebt so ein bisschen vom Soundtrack. Gibt ja Leute, die finden Final Fight als Reihe deutlich besser. Also, ich habe jetzt inzwischen auch den ein oder anderen Final Fight-Titel gespielt, während ihr das hier seht. Und ich muss sagen, ja, ich gebe zu, also damals habe ich mich immer so ein bisschen gegen Final Fight gesträubt, weil ich eher so Streets of Rage-Fanboy war in meiner Kindheit und Jugend. Aber mittlerweile muss ich jetzt mal zugeben, ja, Final Fight ist auch geil, ne? Also vor allem grafisch und animationstechnisch, sage ich jetzt mal, war die Final Fight-Reihe zumindest in den 16-Bit-Spielen schon, ja, ich würde fast sagen, wirklich besser. Aber ja, bei Final Fight hat halt dieser Killer-Soundtrack gefehlt. Und dieser Soundtrack, ich weiß nicht, also Streets of Rage wird halt von den Soundtracks erst so ein bisschen wiederbelebt, ne? Also so richtig belebt, meinte ich. Ja. Aber kommen wir jetzt mal so zu meinem Endphase. Gameplay-technisch sowieso eigentlich nichts zu meckern. Ja gut, manchmal gibt es da so Sachen, da fragt man sich, wie konnte das jetzt passieren? Wieso kam ich da nicht? Ich müsste doch erstmal einen Unverwundbarkeitsframe oder ein paar mehr haben, damit ich überhaupt in dieser Szene mich wehren kann. Und ich konnte mich nicht wehren und so weiter. Aber ja, ich weiß auch nicht. Das gehört so ein bisschen zu diesen Games auch dazu. Man gewöhnt sich dran. Es hat mir nicht ganz so gut gefallen insgesamt wie Teil 2. Ich würde aber doch sagen, ja, also von der Note her. Oh Gott, Adam Hunter wird der neue Polizeichef und kriegt einen Orden. Also, ich deute das jetzt mal so, dass er der neue Polizeichef wird. Oder vielleicht habe ich es auch falsch gedeutet und er wird einfach nur ausgezeichnet. Kann ja auch sein. Ich finde eh schade, dass sie Adam in den meisten anderen Teilen nur noch zum Statisten gemacht haben. Der war ein Streets of Rage Urgestein. Ne? Vielleicht gibt es ja nochmal einen Nachfolger. Ich hätte nichts dagegen. Aber da hätte ich auf jeden Fall gerne mehr Adam. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, ja, also eine 2 würde ich dem Spiel schon geben. Oh, Dr. Zen, der hat zumindest noch einen kleinen Cameo-Auftritt. Den habe ich ja fast vergessen. Gut, er war aber auch nicht wirklich erinnerungswürdig, wenn ich mal ehrlich sein soll. Irgendwie hat mir bei dem Kerl was gefehlt. Der hat mich nie angesprochen als Charakter. Ne? Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich mir auch mal für YouTube so ein paar Streets of Rage Fangames vornehmen. Hätte auf jeden Fall Bock, vor allem auf Streets of Rage X und Streets of Rage Remake oder wie das heißt. Das haben ja auch Fans gemacht. Vanessa Lopez Popo, habe ich doch richtig gelesen. Popo. Ja. Wisst ihr, solche Spiele, die haben eigentlich ihre Stärke darin, dass sie im Koop-Modus sehr viel Spaß machen. Das Ding ist halt auch, ja, jetzt habe ich sie halt komplett alleine aufgenommen. Und sonst, ja, vielleicht gucke ich ja auch noch beim Online-Modus oder irgendwas irgendwann mal. Hin und wieder mal den Survival-Modus. Ja, aber ich hatte meinen Spaß hier. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt im Stream und auch die Leute auf YouTube. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Werden wir hier jetzt Streets of Rage, Streets of Rage 2 Blaze noch freischalten. Würde ich sagen, mache ich dann jetzt aber auch mal Schluss.
Und ja, wer Bock hat, wir sehen uns also jetzt für die Leute im Stream. Samstag ist ja mein Retro-Tag, ne? Und sonst, ja, auf YouTube verabschiede ich mich jetzt auch schon mal. Auf jeden Fall, ja, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Abo aktivieren, ich meine Abo und Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, falls ihr das wollt. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns auch bei zukünftigen Projekten wieder. Also Leute, haut rein!